Herzlich willkommen zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir machen direkt weiter, weil wir müssen in diese Satellitenstation. Direkt in die Satellitenstation müssen wir. Aber auch lustig, dass hier so... Ich glaube, das ist auch so gebietsabhängig, ne, wie stark die Gegner sind. Zum Beispiel hier ist es ja Pillepalle, ne? Hier one-hitten wir ja alles. Ein Schuss hast du alles. Ich hoffe, die sind nicht mehr da, die komischen... So. Ja, die sind halt wieder alle zurück. Ja, aber das... Wie gesagt, es geht alles. Also da finde ich es nicht so dramatisch und schwer. Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal nach Diamond City. Wir brauchen nochmal... Wir müssen unsere Rüstung wieder verbessern. Da hinten ist eine Hirschkuh. So, dann holen wir mal dieses Medaillon. So, dann können wir hier, glaube ich, nochmal speichern. Hier, ja. Hier war ein Bettchen zum Speichern. Solchen Befestigungen muss es ja etwas Wichtiges geben. So, dann gehen wir da runter, holen das direkt. Gehen dann wieder zurück, geben es ab. Und dann können wir das Preston wieder melden. Nehmen wir die beiden auch schon mal weg. Ach, come on. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es ehrlich hier übermüdet. Wir könnten aber rein theoretisch eine Nuka-Cola trinken. Jo, das hatten wir ja schon. Ein Glück haben wir hier schon alles gesäubert. Hier drinnen, ne? So. Ach ja, ist das schön, wenn man doch schon ein bisschen vorgearbeitet hat manchmal und dann einfach nur ein bisschen rumlaufen muss. Ist doch auch angenehm. Muss das Terminal finden. Ja, brauchen wir nicht. So, wir müssen auf jeden Fall, abgerutscht hier von meinem Stuhl. Wir müssen auf jeden Fall nach Diamond City da noch. Also wir gehen jetzt zurück, geben das Medaillon ab, dann holen wir uns wieder, dann werden wir wieder gelobt, dass wir die Allerbesten sind. Dass wir die Allerbesten sind. Und dann geht's ab nach Diamond City. So ist das, glaube ich, ein recht guter Plan. Und während wir nach Diamond City laufen, geben wir das dann Preston, bei Preston ab. Preston ist ja da irgendwo. Dann holen wir uns das nämlich ab, beziehungsweise geben es ab. Dann haben wir die zwei... Haben wir die zwei Missionen fertig. Ja, dann soll das eigentlich so passen, ne? Hier ist nichts.
Wir laufen hier oben lang. Jo, dann haben wir eigentlich dann hier Rocket. Red Rocket ist hier. So. Das ging ja dann auch alles. Also wie gesagt, die Dingens haben sie eigentlich doch recht gut gemacht, ne? Die Abstände so zu den Städten, weil das eigentlich alles voll gut ist. Und dann sind wir eh in Diamond City und dann können wir da unten erstmal, wie wir ja vorhatten, erstmal alles abarbeiten wieder. Da sind wir auch einmal in der ganzen Map wieder so einmal im Kreis gelaufen. So, 82. 60. Da sind sie. Ah, da sind sie. Hallo, meine Freunde. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Yes! Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Lass uns handeln. Ja. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Das wäre super. So, naja, die hat nichts. Aber sie hat genügend Kohle, ne? Brauchen wir die Gamma-Pistole mit den Gamma-Patronen? Ja, die macht halt gut Schaden, ne? Ich lasse mal. Na ja, komm, wir verkaufen die. Wir kämpfen eh mit denen nie. Oh, oh. Hast du ein Stimpack? Nee. Ach komm, dann sollst du es behalten. So, ich würde vielleicht gern speichern bei euch. Geht es jetzt? Bestimmt, oder? Nein. 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 Okay, schade. Dann... haben wir eigentlich alles, ne? Hier so fast gemacht. Dann würde ich sagen, nehmen wir die mal an und dann gehen wir nach Diamond City. Das ist, glaube ich, ein recht guter Plan. Wir haben jetzt auch ein bisschen, ja, ein bisschen Platz wieder. So, da war das eine Häuschen, das, da würde ich gerne nochmal hin ans Häuschen. Einfach nur nochmal schnell speichern, alles fertig machen, da. Kurz speichern. Und dann ab zu Preston. Ja. Es ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort. Ja. Hey. Was willst du? Hey. In Ordnung.
Ich würde gerne über diese inoffizielle Angelegenheit mit dir sprechen. Hast du jetzt Zeit? Natürlich. Nur zu. Danke. Für mich ist das nicht einfach, also... Als du mir als Anwärter zugeteilt wurdest, trotzdem hat die Erfahrung letztendlich... Mittlerweile habe ich nicht mehr den Eindruck, dir noch etwas über das Leben als Soldat. Deine Einstellung und deine Taten lassen erkennen, dass du diese Ideale verinnerlicht hast. Das schmeichelt mir. Stimmt, ich bin in solchen Dingen... In Ordnung? Beginnen wir am Anfang. Aha. Ich bin allein im Ödland der... Als ich älter wurde und ein paar Kronkorken gespart hatte, habe ich... Dort traf ich einen Mann namens Cutler. Wir verstanden uns. Als die Bruderschaft auf Rekrutierungstour vorbeikam, hielten wir das... Mhm. Schön, dass du höhere Ziele hattest als nur... Als ich sah, was die Bruderschaft zu bieten, also ungefähr ein Jahr nach unserer Verlegung auf die Pridwin, verschwand Cutler auf ein... Schließlich konnte ich meinen befehlshabenden Offizier überreden. Es dauerte fast 3 Wochen. Diese verdammten Ausgeburten hatten alle bis auf... Diese mutierten Mistkerle. Er war nicht mehr Cutler. Du hast das Richtige getan. Das hatte ich gelernt. Seit Cutlers Tod habe ich andere Soldaten kommen und gehen sehen, manche Tage. Aber nie war auch nur einer davon ein guter... Es fühlt sich gut an. Macht mir aber auch Angst, jemanden zu verlieren mit ihm. Ich will das nicht nochmal durchmachen. Mit mir würde das nicht gehen. Ich wusste nicht, dass du so... tut mir leid, wenn ich... verwirrt. Ich dachte nur, du hättest es verdient, etwas über mein... Wenn du findest, dass ich zu weit gegangen bin, dann... Wie auch immer, es ist schön, dass du dir Zeit genommen hast. Komm. Wir... Ja, was soll ich zu sagen? Wir können es ja langsam, ne? Langsam haben wir's. Langsam haben wir's drauf. So. Ich glaube, hier gibt es bestimmt noch viel, viel, viel mehr zu sehen, ne? Ja. Geschafft. Ja, geil, Mann. Jetzt direkt mal 7 Stunden Schlaf, ey. Direkt. Boah, geil. Perfekt. Hat sich schon wieder rentiert, ne? Mal sehen, was wir da haben. Man kann nie genug Waffen haben. So. Perfekt. Achtung, lassen wir mal durch. Danke. So, wir müssen zum... zu unserem Minuteman-Anführer. Beziehungsweise sind wir, aber ich meine, ich muss... Boah, jetzt... Also man muss sich's mal überlegen, ne? Wir sind jetzt in 3 Folgen, glaube ich, von hier unten hier hochgewandert, haben hier alles gemacht, sind dann einmal hier rüber, haben hier jetzt alles nochmal gemacht und jetzt laufen wir gerade hier runter, gehen nach Diamond City, machen hier alles wieder und dann... Jo. Passt's einfach, ne? Perfekt. Hier Schleder brauchen wir mittlerweile nicht mehr. Ich nehme noch das Fleisch mit, das können wir uns dann in Diamond City brutzeln oder in einer... Oder dann beim Dingens, boah, jetzt habe ich Preston. Ich bin auch mal gespannt, dieser Rail-Gedöns, ne, müssen wir auch noch machen, ne? So. Hier sehen wir mal von ab. Da
Herr Hope brauchen wir jetzt auch nicht. Das haben Mama, glaube ich, auch schon. Wir gehen jetzt mal zum Preston runter. Da müssen wir an die Brücke. Ach, hier waren unsere Roboterfreunde. Ach, das ist doch schön, wenn man immer weiß, wo man ist, ne? So, jetzt müssen wir hier einfach nur die Straße runter. Dann direkt auf die Brücke. Ach ja, wo man immer so... Also, es ist schon, aber schon krass, ne? Wie weit man eigentlich immer kommt, wenn man so eine halbe Stunde rumläuft, ne? Oder nicht mal. Ich meine, jetzt gerade laufen wir 16 Minuten rum. Haben wir aber schon die Mission zurückgebracht. Hingelaufen, zurückgelaufen. Jetzt sind wir hier. Jetzt geben wir die noch bei Preston ab. Ist eigentlich schon krass, ne? Wenn man überlegt, wo wir schon überall waren. Jetzt nach Diamond City. Das ist unser nächster. Unser nächster Punkt jetzt gleich nach Diamond City. So. Ah, da ist doch Preston. Preston. Hi. Die Burg hat anscheinend versucht, dich über Funk zu erreichen. Gab wohl irgendeine Art Vorfall. Das solltest du dir besser mal ansehen. Oh. Ich habe diese Supermutanten erledigt. Die Siedler waren sehr erleichtert, dass sie sich jetzt keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Oh mein Gott. Supermutanten. Gegen die haben Zivilisten einfach keine Chance. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. So. Will ich auf jeden Fall mal Richtung Diamond City. Muss. Wir haben ja jetzt. Stimmt, wir haben jetzt die Festung. Da können wir eigentlich auch von Diamond City dann in die Festung. Dann können wir hier unten alles mal machen. Das ist echt gar keine so schlechte Idee. Ey, sieht schon echt krass aus, ne? Wir waren einfach schon. Wir sind überall mal irgendwie ein bisschen hingelaufen. Klar, ich meine, hier können wir auch noch mehr machen, aber. Ja. Brauchen wir es gerade. So. Ey, ich war ja echt stellenweise so, Wie weit schaffen wir es? Mittlerweile habe ich da echt überhaupt kein Bedenken mehr, ne? Ist ja alles easy peasy mittlerweile. Klar, ich meine, wir haben mal Stellen, da hängen wir ein bisschen. Müssen wir ein bisschen mehr machen. Aber so. Oh. Ich hab so viele Zerstörungen im Angebot. Cricket. Stehst du auf dahin schmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Klar, ich schau mal, was du hast. Oh, wie sch... So, die hat schön... Die nehmen wir jetzt mal komplett mit. Ne, wir haben einfach viel zu viel. Genau, die können wir ihr geben. Zack. Ja, die benutzen wir halt auch echt selten. Lass mal. So. Die hat mir nicht so gefallen. Ach, wir brauchen noch Dingens. Wir brauchen auch noch Fusionszellen, genau. So, passt. Auf dich wird das nicht alt. Für mich ist es ein archäologisches Relikt. Dann können wir hier mal ein Stündchen kurz speichern.
So, sehr gut. Da waren wir dort jetzt mal. Da haben wir wieder 800. Ja, da haben wir fast 900 Patronen jetzt für. Wie viel Gewicht haben wir denn? 252. Das könnte sich halt jetzt ändern, ne? Wenn wir in die Dingens gehen, wenn wir jetzt diese Metallrüstung wegkriegen. Weil diese Metallrüstung ist... Die Metallrüstung ist wirklich... Oh. Nicht so... Nicht so schön, ne? Also vom Gewicht her. Deswegen... So, euch zwei, das ist auch immer dasselbe mit euch zweien. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, will ich jetzt noch brutzeln, das will ich machen. Und ich will auf jeden Fall noch die Rüstung. Die Rüstung will ich mir auf jeden Fall noch anschauen und fertig machen. Da hatten wir auch hier in Diamond City, haben wir auch richtig viel Zeit verbracht, ne? Und außenrum. Boah, da haben wir auch bestimmt 20, 25 Folgen hier drin verbracht. War auch. Also wir kommen echt gut voran. So, wir haben ja schon Stufe 38. So. Wenn nicht, würde ich halt erstmal die Rüstung... Ich bin ja auch eigentlich bescheiden, ne? Ich könnte auch eigentlich immer... Da denke ich aber auch nie dran. Ich könnte ja meinen Bekleidern könnte ich ja eigentlich... Meine Bekleider könnten ja eigentlich immer mal auch Sachen nehmen. Da denke ich aber auch echt nie dran. So... Lasst euch nicht umlegen! Bei Commonwealth Weaponry. So, mit Taschen. Da brauchen wir 3 Kleber, 3 Leder, 3 Stoff. Im Surplus sind 3 Leder, 3 Kleber, 3 Stoff. 3 Leder, 3 Kleber, 3 Schrott. Leder. Dreimal Kleber. Dreimal Leder. Und dreimal Stoff. So. Perfekt. Dann können wir nämlich eine Tasche installieren und dann können wir die ja tragen. Oder wir machen die leicht, aber da muss ich erstmal gucken, was die da habe ich jetzt zu spät. Blei verkleidet. So. Oh. Ja, die macht's halt 4 Kilo leichter, ne? Aber so können wir 5 Kilo mitnehmen. Und ich meine, wir haben hier... was brauchen wir noch? Das sind wir. Wir haben Handfeuerwaffen, Gewehre und Munition. Momentan macht hier Radioaktivität 15, ne? Aber pff, lieber noch eine Tasche drauf, ne?
Noch ein Leder brauchen wir. Noch ein Leder. Aha. So, dann haben wir das nämlich auch. So. Dann haben wir das nämlich auch richtig schön. Dann können wir nämlich... Dann können wir nämlich die tragen und können unsere alte... Hier, bleiverkleidete Taschen. So. Da haben wir nämlich nur eine, die wiegt halt nur 10, aber pff, da haben wir halt 35, ne? Da haben wir nämlich nur 35, mach's mal so. So. Dann geben wir ihm nämlich die. Und uns hier noch ein bisschen was. Weil dann haben wir nämlich... Da haben wir nämlich jetzt 10 Kilo mehr wieder, ne? Da haben wir nämlich 5 mehr... da haben wir eine 65 und... sind jetzt wieder ein bisschen leichter. Was ja auch nicht verkehrt ist. Sehr schön. Dann können wir jetzt als nächstes... Da würde ich wirklich, glaube ich, hier oben erstmal die machen. Die ist hier unten. Genau, dann würde ich erstmal die hier machen, ne? Oh, wir haben ganz... Wir haben schon richtig was hier. Abgeklappert, abgemacht. So, dann will ich hier reingehen. Oh, sehr schön. Wir haben ja eigentlich jetzt wirklich nichts mehr, ne? Nö, eigentlich können wir jetzt direkt weiterziehen. So, dann würde ich nochmal sagen, schlafen wir 7 Stunden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.